Waschbrettbauch oder Brokkoli essen. Ja, genau. Viele von uns denken bei Gesundheit erstmal an eine Idealfigur oder gesunde Ernährung. Heute tauchen wir aber ein bisschen tiefer. Wir haben zwei geniale Studiogäste bei uns. Hier am 23. Januar in der Churchbox. Herzlich willkommen. Schön, bist du dabei. Ich freue mich total, dass du hier mit uns im Studio bist. Tanja Kuhl ist bei uns. Schön, dass du hier bist. Du bist Familienfrau, Mama von zwei schönen Teenie-Girls und gesundheitlich seit mehreren Jahren herausgefordert. Ich freue mich auf deine Statements. Daneben sitzt Andy Müller, Vater von vier Girls, kleinen Kids, verheiratet und Gesundheitscoach, Karate-Instruktor. Wir werden ein spannendes Gespräch haben. Wir starten bei dir, Tanja. Viele Leute sagen ja so, wenn man unterwegs ist, Hauptsache bleib gesund oder bleib gesund. Und auch in E-Mails heute schreibt man sich das. Hauptsache man ist gesund. Was löst das bei dir aus? Ja, eigentlich ein bisschen Frust, weil diese Hauptsache trifft halt bei mir irgendwie nicht so zu momentan. Weil beim Begriff Gesundheit, dann kommen bei mir als erstes so Schmerzfreiheit und Beweglichkeit, das ist bei mir an oberster Stelle. Das ist mehr so ein Schrei oder ein Verlangen, dir schmerzfrei zu sein. Erzähl uns doch ein paar Takte aus deiner Geschichte, wie du herausgefordert bist in der Gesundheit. Ja, ich habe seit 11 Jahren ein sehr komplexes Rückenproblem und da wurde mein Leben von einem Tag auf den anderen komplett auf den Kopf gestellt. Ich musste lernen, mit massiven Einschränkungen zu leben. Und habe dann nebst diversen Therapien und Physios am Laufmeter auch nach Lösungen gesucht in der Ernährung. Habe dann auch gewisse Dinge gefunden aus der Natur, die mir wirklich helfen und mich unterstützen. Und letztes Jahr habe ich begonnen, Glutenprodukte und Milchprodukte wegzulassen und konnte dann plötzlich wieder besser gehen. Und das ist schon mal ein guter Schritt vorwärts. Danke fürs Erzählen. Man merkt bei dir, Gesundheit ist nicht einfach so schnell dahergesagt, bleib gesund, sondern es ist eine Suche. Ja, apropos Suche, du hast bei dir, Andi, jeden Tag wahrscheinlich Menschen, die auf dich zukommen mit Fragen rund um die Gesundheit. Eben, du bist Karate-Instruktor, Fitness-Coach. Und was würdest du sagen, ist Gesundheit für dich gleich Fitness? Oder was für Aspekte sind bei dir für Gesundheit wichtig? Genau, Fitness bezieht sich natürlich viel mehr auf Bikini-Figur, wo ich selber auch sehr cool finde. Aber ich finde, dass die Gesundheit die Summe ist aller Krankheiten, die wir nicht haben. Also das bewegt sich wirklich mit einem Motto: Bewegung, Gesundheit und Lebensfreude. Also wer sich bewegt, erlebt wieder Gesundheit. Und wer Gesundheit erlebt, gebt wirklich die Gesundheit so weiter mit einer Lebensfreude für Freunde, für Kollegen und für eine Gemeinschaft. Jetzt, du bist ja wirklich topfit, selbst in hohem Alter, gell? vielleicht, danke, Herzlichen. Erzähl uns doch ganz kurz, was ist so deine Lieblingsübung, die du machst? Genau, die möchte ich euch zeigen. Können wir mitmachen? Ja, mitmachen, okay. Genau. Cool. Ihr könnt auch zu Hause oder wo auch immer seid, genau. Steht auf. Mitmachen, so ein Bein nach oben, Balanceübung, das ist zentral im Leben. Dann nach oben schauen, in den Himmel, dann nach unten und die Augen mal schließen. Mal schauen, ob das auch so funktioniert. Hä? Oh, genau. Man schwankt. Ui, ui, ui. Sehr gut. Ui, ui, ui. Ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Genau. Mindestens mit geschlossenen Augen. Und das reicht schon, um gesund zu bleiben, jetzt diese Übung. Ja, du trägst da natürlich sehr viel dazu bei. Also die Balance, man hat früher darüber gesprochen, über Work-Life-Balance. Mhm. Und das Wort ist natürlich jetzt eigentlich nicht mehr so aktuell, aber das ist immer noch zentral, die Balance im Leben. Mhm. Was ist denn für dich sonst noch wichtig, um gesund zu bleiben? Was sind so für dich die zentralen Elemente oder was würdest du sagen, ist wichtig? Ich würde sagen, die Gesundheitsaspekte, Training, Ernährung und Regeneration, aber sicher auch Disziplin, und das ist für mich ein zentraler Punkt, Disziplin. Mhm. Und da sehen wir natürlich ganz klar zum Beispiel das also die Brustwirbelsäule, BWS 7. Und da sehen wir eigentlich ganz klar, das ist unsere Alltagslast. Wir sehen immer wieder, dass die Leute am Morgen aufstehen, Zähne putzen mit einem krummen Rücken oder aber auch zum Beispiel
Handy, auf dem Computer oder auch Essen, wenn sie müde sind, viel Druck, Stress haben, auch das Maskentragen, das schlägt eigentlich auf das Gemüt und das legt dich richtig buchstäblich zusammen. Und erzähl uns, für was steht die 7, BWS 7? Genau, das BWS 7, das ist so, dass wir sehen, dass du 7-mal dich eigentlich orientieren solltest, dass du eigentlich wieder aufrecht sitzt, 7-mal im Tag. Dann das B ist für Bewegung. Ja. Du solltest dich 7-mal in der Woche bewegen. Ja. Dann das W ist für 7 Gläser Wasser trinken. Also keine Schnapsgläser, sondern 7 Gläser, so 3 Dezi. Schön trinken, das schön. S, schön rein. Genau. Und das S steht für 7 Stunden Schlaf. Ja. Und genau. Bewegung, was würdest du empfehlen? Wie viel muss ich mich bewegen, wenn ich jeden Tag unterwegs bin? Ich würde sagen, 7000 Schritte, das ist der Range, wo du wirklich machen solltest. Es trägt nicht extrem viel für deine Fitness dazu bei, aber du bleibst gesund. Sehr cool, das ist super praktisch, das nehme ich gleich mit. Gutes Takeaway für uns alle, so BWS 7. Tanja, wenn du das jetzt hörst, Disziplin, das hat dir richtig gross rausgehauen, oder? Disziplin, du hast es in deinen Händen. Was löst das bei dir aus? Du kennst ja das Gefühl von Machtlosigkeit, wenn man krank wird und sich nicht bewegen kann. Wie gehst du mit dieser Spannung um? Ja, also ich bin eigentlich von Natur aus eine Kämpferin und suche immer wieder nach Möglichkeiten. Was gibt es noch? Was kann ich noch machen? Und ja, ich hatte schon immer ein Herz für Heilung, also das habe ich nicht abgeschrieben. Und Jesus ist noch immer mein Arzt und ich glaube, dass er für meine Schmerzen gestorben ist und dass ich das auch beanspruchen darf und dass ich das auch erwarten darf. Ja. Es ist mega schön, dass du eigentlich sagst, in diese Machtlosigkeit hinein holst du die Macht Gottes eigentlich und kriegst so einen neuen Horizont. Das ist mega eine schöne Perspektive. Jetzt so, was hilft dir denn? Du widersprichst ja dem Andi nicht, Disziplin, sich selber zu bewegen. Wie machst du das im Alltag? Wie kannst du dich wieder motivieren zu bewegen? Ja, ich konnte mir letzten Sommer einen langjährigen Traum erfüllen. Wir haben uns einen Labrador gekauft und ja, dieser Hund tut mir unglaublich gut. Sie Wir holt haben ein mich Bild dabei, ja genau. Ja. So herzig. So cool. Mega herzig. Sie holt mich total aus meinen Mustern raus, hat mir wieder einen Rhythmus gegeben, den ich total verloren habe. Und ja, vor einem Jahr wäre das noch nicht möglich gewesen, weil ich konnte keine 15 Minuten gehen. Und das ist schon das Wiederentdecken, auch die Natur, die Bewegung, das tut gut, ja. Cool. Ja, vielleicht sagt uns doch noch kurz einfach ein, zwei Tipps von eurer Seite her, aus eurer Praxis und eurem Alltag. Was würdet ihr uns mitgeben, so ganz konkret, Andi? Ich würde sagen, Erholung. Erholung, Regeneration ist ganz ein zentrales Thema. Wer sich nicht erholt, der kann nicht mehr aufbauen. Und das ist ein Punkt, wo ich auch glaube, wenn du einen Glauben ausübst, wo du wirklich Gott in deinem Herzen trägst, merkst du selber, dass du eigentlich wirklich eine Erholung bekommst zwischen Körper, Geist und Seele. Wo erholst du dich? Ich erhole mich ganz klar in einem ICF, also wirklich, wo ich merke, hey, das sind gleichgesinnte Leute, wo ich merke, hey, das tut mir so gut, ein Refresher für die neue Woche. Und das kann ich jedem empfehlen. So cool. Da tankst du auf. Genau. So stark. Tanja, was ist da dir auf dem Herz? Ich würde sagen, probieren geht überstudieren und versuche doch mal für 3 Wochen vielleicht Milch, Gluten, Zucker wegzulassen und schaue, was passiert. Mir hat es geholfen. Sehr cool. Coole Challenge. Richtig gut. Also ich danke euch vielmals für eure Gedanken, die ihr reingebracht habt. Mich bewegt dieser Satz von dir, wo man ja auch sagen kann, die in den Wunden von Jesus sind wir geheilt. Ich möchte den Aspekt noch kurz rausziehen, wir haben noch Zeit. Nicht immer nur die Gesundheit ist so das große Ding, sondern auch in den Wunden von Jesus, also in der Schwachheit von Jesus, ist eigentlich Heilung. Und ich möchte dich ermutigen, egal wo du gerade bist oder unterwegs, Gesundheit streckt dich danach aus. Es hat mit Disziplin zu tun. Lass uns diese Bewegungen machen, BWS 7, und dort, wo wir machtlos sind, wirklich die Kraft von Jesus mit einbeziehen. Wir gehen nachher direkt in eine Message rein von Leo zum Thema Gesundheit. Und falls du das nachher schaust, auf YouTube findest du diese Message von Leo immer und immer wieder. Das war's von der Churchbox. Vielen Dank fürs Zuschauen.